Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung, Herr Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, bezahlbares Wohnen im Ballungsraum, Perspektiven hessischer Wohnungs- und Wohnungsbaupolitik mit dem Tagesordnungspunkt 33, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Einsetzung einer Baukostensenkungskommission 20559. Das Wort hat der Minister. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wohnen ist die soziale Frage unserer Tage. Das klingt inzwischen schon wie ein Gemeinplatz, ist aber keiner. Wohnen ist eine soziale Frage, weil sie die ganze Gesellschaft angeht. Nicht nur die, die jetzt gerade eine Wohnung suchen, weil sie mehr Platz für die Kinder brauchen oder näher am neuen Arbeitsplatz wohnen wollen, sondern es betrifft auch die, die selbst nicht aktuell suchen, aber sich zunehmend fragen, wo sie bleiben, wenn sie z.B. in Rente gehen und die Miete weiter steigt oder ihr Vermieter Eigenbedarf anmeldet, aus der Miete eine Eigentumswohnung macht, an einen großen Investor verkauft. Es betrifft sogar diejenigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die von solchen Sorgen unbeschwert sind, die genug verdienen oder über genug Vermögen verfügen, um dort zu wohnen, wo es ihnen gefällt. Auch sie müssen jedes Interesse daran haben, dass Leben in der Stadt nicht zum exklusiven Privileg wird, denn sonst wird es in den Städten immer schwerer werden, Polizistinnen und Polizisten, Altenpfleger und Krankenschwestern, Lehrerinnen und Lehrer, Reinigungskräfte, Müllfahrer zu gewinnen, eben all die Leute, die eine Kommune jeden Tag am Laufen halten. Es geht die Unternehmen an in einer der führenden Wirtschaftsregionen Europas, die auf Facharbeiter, Industriemeister, Auszubildende angewiesen sind. Es geht das Land und die Kommunen an, die Beamtinnen, Beamte und Angestellte brauchen, um all die Dienstleistungen der Daseinsvorsorge erbringen zu können. Was denkt die Streifenbeamtin, die für Sicherheit sorgt in einer Stadt, die ihr selbst keinen Platz zum Leben bietet? Was denken der Feuerwehrmann, die U-Bahn-Fahrerin, der Erzieher? Das macht Wohnen zu einer Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Deshalb steht sie für die hessische Landesregierung im Zentrum. Deshalb wollen wir, dass alle Menschen in Hessen eine gute Wohnung zu einem bezahlbaren Preis finden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und leider ist das in manchen Teilen unseres Landes zum Problem geworden. Das hat viel mit einer unserer Stärken zu tun, unserer Wirtschaftskraft. Südhessen zählt zu den wohlhabendsten Regionen der EU. Viele gut bezahlte Jobs ziehen viele Menschen an. Den langen Boom dieser Dekade hatten die wenigsten erwartet. Noch vor 10 Jahren hatte man mit anhaltendem Bevölkerungsrückgang gerechnet und entsprechend wenig gebaut. Das hat sich als Irrtum erwiesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alleine in den vergangenen 5 Jahren ist Hessen um eine Stadt von der Größe Darmstadts gewachsen. Die vorherige Landesregierung hat ab 2014 umgehend gehandelt. Sie hat die Mittel für die Wohnungsbauförderung verdreifacht. Sie hat mit Unterstützung der SPD-Opposition das Eigenkapital der Nassauischen Heimstätte aufgestockt. Sie hat die Allianz für Wohnen gegründet und die Baulandoffensive gestartet. Und all das, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat gewirkt. 2018 wurden rund 25.000 Wohnungen in Hessen genehmigt, doppelt so viele wie im Jahr 2010. Und darauf können wir heute weiter aufbauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn der Bedarf ist weiterhin hoch. Mieten und Kaufpreise steigen, Sozialwohnungen fallen bundesweit aus der Bindung. Und auch für Normalverdiener wird es schwierig. Das sehen wir nicht nur auf den gängigen Online-Portalen, sondern auch morgens auf den Einfallstraßen, in den S-Bahnen und in den Bussen. Was heißt das nun? Wir haben keinen flächendeckenden Wohnungsmangel in Hessen, wohl aber einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Ballungszentren. Immer mehr Menschen dort haben Probleme, sich am Markt angemessen mit Wohnraum zu versorgen. Ob der Markt hier versagt oder nicht, das mögen die Ökonomen diskutieren. Es kommt darauf an, ihn wieder ins Gleichgewicht zu bringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will das. Ich sehe, Janine Wissler hat die Feuerbach-These erkannt. Ich will das hier an dieser Stelle ausdrücklich sagen.
ich werde mich mit der Mietenexplosion nicht abfinden. Wir werden es nicht zulassen, dass Wohnen die Gesellschaft spaltet. Wir werden die Rechte der Mieter stärken. Wir werden Wohnungen fördern. Wir werden selber Wohnungen bauen. Und wir werden dafür sorgen, dass Baulücken geschlossen und mehr Bauland ausgewiesen wird. Kurz, wir setzen alle Hebel in Bewegung. Und wir haben eine Menge Hebel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir setzen Recht, wir geben Geld, wir sind Eigentümer des größten Wohnungsunternehmens in Hessen, und wir initiieren und moderieren politische Prozesse. Hebel 1, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Recht. Wo immer der Markt angespannt ist und rechtliche Maßnahmen eine Wirkung versprechen, wenden wir sie an. Erstens. Die Mietpreisbremse gilt vom nächsten Monat an in 31 statt bisher 16 Kommunen. 15 Städte und Gemeinden mehr, in denen bei einem Umzug die Miete nicht mehr durch die Decke gehen kann. Zweitens. In angespannten Märkten werden Mieterhöhungen auch bei laufenden Verträgen begrenzt, auf maximal 15% in 3 Jahren. Drittens. In angespannten Gebieten stärken wir die Position der Mieter bei einem Verkauf ihrer Wohnung. Den besonderen Kündigungsschutz verlängern wir von 5 auf 8 Jahre. Das Verfahren starten wir noch in diesem Jahr. Viertens. Es gibt Investoren, die ein Mietshaus in einer besonders begehrten Gegend in Eigentumswohnungen verwandeln wollen, um sie dann teuer zu verkaufen. Wir werden den Städten die Möglichkeit geben, für diese Umwandlung eine Genehmigung zu verlangen und diese auch versagen zu können. Spekulation mit Leerstand lohnt dann nicht mehr. Auch diese Verordnung bringen wir noch in diesem Jahr auf den Weg. Fünftens. Wir starten ein Förderprogramm für qualifizierte Mietspiegel, auf die sich Mieter und Vermieter in juristischen Auseinandersetzungen berufen können. Damit sorgen wir für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt. Diese 5 Maßnahmen verbessern die rechtliche Position der Mieterinnen und Mieter erheblich. Mit ihnen werden wir den Auftrieb bei den Bestandsmieten dämpfen und den Markt beruhigen. Und eines, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist mir in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Die privaten Vermieter sind für mich kein Feindbild. Es gibt viele, die vielleicht ein Haus oder nur eine oder einige Wohnungen besitzen, die nicht ständig die Miete erhöhen, die nicht das Letzte holen, was man kriegen kann. Diese Vermieter sind keine Gegner, sondern dringend nötige Partner für bezahlbares Wohnen im Ballungsraum. Denn klar ist auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mangel lässt sich nicht wegverordnen. Wenn mehr Wohnungen gebraucht werden, müssen sie gebaut werden. Und Hebel 2 ist deswegen der Wohnungsbau. Wir werden die Mittel für den sozialen Wohnungsbau noch einmal steigern, und zwar auf 2,2 Milliarden € bis 2024. Noch nie, meine sehr verehrten Damen und Herren, gab es in Hessen mehr Geld für gefördertes Wohnen. Rechnerisch reicht das für mehr als 20.000 neue Sozialwohnungen, also ein Zuhause für gut 60.000 Menschen, die auf dem freien Markt kaum etwas finden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Bauen braucht Zeit. Deshalb werden wir auch auslaufende Sozialbindungen verlängern. Die Mittel dafür werden wir verdoppeln auf 10 Millionen € im Jahr. Wir wollen in dieser Legislaturperiode den rückläufigen Trend bei den Sozialwohnungen stoppen und sogar umkehren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden die Nassauische Heimstätte noch stärker machen und wollen ihr ermöglichen, ihren Bestand perspektivisch um 15.000 auf dann 75.000 Wohnungen aufzustocken. Für die ersten 5.000 davon sind die Grundstücke schon gekauft, zum Teil wird schon gebaut, etwa am alten Wiesbadener Gerichtsgebäude, im Frankfurter Da Vinci-Garten, im Offenbacher Goethe-Quartier. Noch in diesem Jahr ziehen die ersten Mieterinnen und Mieter ein. Das sind tausende bezahlbare Wohnungen, die übrigens unterhalb der Marktkonditionen vermietet werden. Davon profitieren nicht nur die neuen Mieter, denn diese Wohnungen beeinflussen auch das allgemeine Preisgefüge. Die Nassauische Heimstätte
Die nassauische Heimstätte ist bereits der größte Anbieter in Hessen, mehr als doppelt so groß wie die Vonovia und mehr als viermal so groß wie die Deutsche Wohnen. Und künftig wird ihre Marktmacht noch größer. Und diese Macht wird die nassauische Heimstätte mit einer sehr sozialen Preispolitik ausspielen. Für Normalverdiener wird sie die Mieten in den nächsten 5 Jahren um maximal 1% jährlich steigern. Und ich will das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Hessen kann froh sein, dass es noch eine mehrheitlich landeseigene Wohnungsbaugesellschaft besitzt. Sie macht uns zu einem Player auf dem Markt. Manch anderes Bundesland, und ich schaue danach Berlin, würde sich das wünschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich bleibt auch weiterhin wahr, am sichersten vor Mieterhöhungen ist man, wenn man in den eigenen vier Wänden wohnt. Deshalb werden wir Bezieher von kleinen Einkommen und mittleren Einkommen noch günstigere Konditionen bieten, um sich, sei es durch Neubau oder Erwerb, den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Wir werden die Höchstbeträge für die Hessendarlehen und die Hessenbaudarlehen erhöhen. Die ohnehin schon niedrigen Zinsen haben wir bereits nochmals reduziert auf 0,8%. Immer mehr Menschen denken bei dem Wort Eigenheim nicht mehr nur an das klassische Einfamilienhaus im Vorort. Stattdessen entstehen neue Formen, bei denen sich Einzelne, aber auch Paare oder Familien zu Wohnprojekten zusammentun. Viele dieser Projekte sind generationsübergreifend, viele verfolgen auch eine soziale Idee. Deshalb werden solche Projekte künftig auch von der Eigentumsförderung profitieren können, sofern mindestens die Hälfte der Haushalte unter die Einkommensgrenzen fallen. Zudem werden wir eine Beratungsstelle für solche Projekte einrichten. Ich will das ausdrücklich sagen. Wir wollen beides, mehr Mietwohnungen und mehr Eigentümerinnen und Eigentümer. Und ich wiederhole es an dieser Stelle. Bezahlbare Mieten sind eine Kernaufgabe der Daseinsvorsorge. Die Landesregierung nimmt diese Herausforderung an. Aber wir erwarten das auch von anderen. Das Land kann Geld und rechtliche Instrumente zur Verfügung stellen, aber es sind die Kommunen, die das praktisch umsetzen müssen. Ihre Aufgabe ist es vor allem, baufähiges Land auszuweisen und zu entwickeln, denn die Erfahrung zeigt, wo Baurecht steht, wird auch gebaut. Die Frage ist, wo diese Baugebiete entstehen sollen. Es kann ja nicht darum gehen, blindlings drauf los zu planieren. Wenn ich das einmal so sagen darf, Baugebiete, die von 8-spurigen Autobahnen durchschnitten werden, sind gewiss nicht der Gipfel moderner Städteplanung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Baugebiete müssen attraktiv sein für die, die dort einmal einziehen sollen, und sie sollten auch keine neuen Probleme verursachen, etwa auf den Straßen. Und deshalb sollten wir die Flächen bevorzugt entlang der S-Bahn- und Regionalbahnachsen suchen. Dort gibt es noch ungenutzte Potenziale in günstiger Entfernung zu den Haltestellen, keine riesigen neuen Stadtteile, aber in der Summe ein beachtliches Reservoir. Meine Idee dazu ist der große Frankfurter Bogen. Ich meine damit das Gebiet im Umkreis von höchstens 30 Zugminuten um den Frankfurter Hauptbahnhof. Das ist eine akzeptable Entfernung für den Weg zur Arbeit, ins Kino oder ins Konzert. Man wohnt bezahlbar und hat alle Vorteile der Großstadt in bequemer Reichweite. Das ist das, was die meisten suchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich nenne dieses Gebiet den großen Frankfurter Bogen, weil es den kleinen Frankfurter Bogen ja schon gibt, am nördlichen Rand von Bräungesheim. Aber große Herausforderungen brauchen große Lösungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der große Frankfurter Bogen reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Er spannt sich von Hochheim bis Langenselbold, von Friedberg bis Egelsbach, von Großgaben bis Groß-Gerau, von Rüsselsheim bis Hanau. Von jedem dieser Bahnhöfe dauert es weniger als 30 Minuten bis zum Frankfurter Hauptbahnhof. Der große Frankfurter Bogen begreift den Ballungsraum in seinem Zusammenhang. Und er ist mehr als ein weiteres Baugebiet auf der grünen Wiese. In diesem Umkreis gibt es Flächenpotenziale in der Größenordnung von bis zu 200.000 Wohnungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will das ausdrücklich sagen. Der große Frankfurter Bogen nutzt die Schienenstrecken als Lebensadern der Region. Er überwindet eine Siedlungsplanung, die sich in erster Linie an Straßen orientiert.
Ich will das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Fast die Hälfte des Flächenpotenzials können wir realisieren, indem wir mit Innenentwicklung Lücken füllen. Boden ist ein nicht vermehrbares Gut, mit dem wir weiterhin sorgsam umgehen müssen. Und im Übrigen ist er auch einer der größten Preistreiber auf dem Bau, wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren betrachtet. Der große Frankfurter Bogen, meine sehr verehrten Damen und Herren, schafft den Raum, den wir brauchen, damit alle, die in Frankfurt-Rhein-Main arbeiten, hier auch guten, bezahlbaren Wohnraum, kurz ihre Heimat, finden können. Der große Frankfurter Bogen ist die Antwort auf die vielfältigen und oft konträren Herausforderungen der Region, Zuzug, Verkehr und Flächenverbrauch. Und wir wollen ihn gemeinsam mit den Kommunen verwirklichen. Wir werden sehr bald mit den betreffenden Städten über diese Idee reden. Meine Einladung wird nach der Sommerpause in den Rathäusern eintreffen. Die Landesregierung ist gerne bereit, zwischen all den unterschiedlichen Interessen zu vermitteln, damit die Region gemeinsam handelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und diese Funktion als Moderator und Initiator ist unser dritter Hebel, und da legen wir auch finanziell noch etwas drauf. Schließlich verursacht Wohnungsbau für eine Kommune erst einmal Anlaufkosten. Ein Wohngebiet ist mehr als eine Ansammlung von Häusern. Dazu gehören auch Straßen, Radwege, Haltestellen, Kanalisation, Strom- und Gasleitungen, Internet und natürlich auch Grünflächen, Kindergärten, Sportplätze. Sonst schafft man sich die sozialen Brennpunkte der nächsten Generation. Und deshalb ist die Parole Bauen, Bauen, Bauen alleine so kurzsichtig. Es geht eben nicht um möglichst viele Hektar für möglichst viel Beton. Was wir heute bauen, soll auch morgen den Ansprüchen der Bewohner an Komfort, Effizienz und Umfeld genügen. Und dabei werden wir die Kommunen in jeder Hinsicht unterstützen. Eigens für die Städte und Gemeinden in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main stellen wir mit dem Programm Nachhaltiges Wohnumfeld vom nächsten Jahr an 35 Millionen € zur Verfügung, damit lebenswerte Quartiere entstehen. Wir wollen bei der nächsten Reform des kommunalen Finanzausgleichs finanzielle Anreize schaffen, dass sich Kommunen ihrer Verantwortung für die Ausweisung von Bauflächen stellen. Engagement soll sich früher auszahlen. Wir unterstützen Kommunen bei der Mobilisierung von Baulücken und Brachflächen. Wir werden solche Grundstücke in einem landesweiten Kataster erfassen und den Städten und Gemeinden damit ein wertvolles Planungsinstrument an die Hand geben. Wir werden auch die Städtebauförderung, derzeit über 100 Millionen € im Jahr, verstärkt auf Innenentwicklung und Wohnen ausrichten. Für Investitionen in den großen Frankfurter Bogen können wir aus den Programmen der Städtebauförderung und dem Landesprogramm Nachhaltiges Wohnumfeld insgesamt 75 Millionen € bis zum Ende der Legislaturperiode zur Verfügung stellen. Damit können die Kommunen Brachflächen, Baulücken und neues Bauland erschließen und ihre Infrastruktur zukunftsfähig entwickeln. Ich füge hinzu, auch Aufstockung ist ein Weg, neue Wohnungen zu errichten, ohne neue Flächen zu verbrauchen. Darüber werden wir im September mit den großen Einzelhandelsketten reden. Die Einladungen sind verschickt. Bei der Baulandoffensive, meine sehr verehrten Damen und Herren, zünden wir die zweite Stufe. Viele Potenzialflächen in kleineren Städten und Gemeinden sind identifiziert. Die vom Land geförderten Machbarkeitsstudien haben ein Potenzial von über 12.000 Wohnungen ermittelt. Jetzt geht es an die Realisierung. Ich will an dieser Stelle sagen, viele dieser Maßnahmen gehen auf Vorschläge der Allianz für Wohnen zurück und sind Teil eines 12-Punkte-Programms, das die Allianz für Wohnen in der vergangenen Woche beschlossen hat. Das Ergebnis zeigt, wie sinnvoll die Gründung dieser Allianz war, bei der vom Hausbesitzerverband bis zum Mieterbund alle mitmachen. Wohnungspolitik lässt sich eben nicht isoliert betreiben. Sie verlangt einen ganzheitlichen Ansatz. Jede neue oder reaktivierte Schienenstrecke, jede neue Buslinie, jede Verbesserung des Angebots auf der Schiene, sogar jede Raddirektverbindung ist auch ein Beitrag zur Normalisierung des Wohnungsmarkts. Und lassen Sie uns nicht vergessen, die flächendeckende Breitbandversorgung, die Verlagerung von Verwaltungsarbeitsplätzen und generell die Förderung des ländlichen Raums machen auch das Wohnen abseits der Ballungsräume wieder attraktiver. Ein attraktiver ländlicher Raum entlastet indirekt auch den Ballungsraum.
Kurzum, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregierung nutzt alle Mittel, legislative und operative, kurz-, mittel- und langfristig wirkende, um Preisexzesse zu unterbinden, den Markt ins Gleichgewicht zu bringen und neue Wohnungen in Wohnquartieren entstehen zu lassen, die so bezahlbar wie lebenswert sind. Das Projekt dazu ist der Große Frankfurter Bogen. Er ist eine Einladung an die Kommunen, Verbände und Wohnungsunternehmen, dabei mitzumachen und davon zu profitieren. Er ist aber auch ein Appell, mit uns zusammen Verantwortung wahrzunehmen. Wenn wir alle anpacken, werden wir in dieser Legislaturperiode eine spürbare Entlastung des Wohnungsmarkts erreichen. Die Landesregierung jedenfalls wird alles dafür tun, und ich lade alle ein, dabei mitzumachen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister, für die Regierungserklärung. Das Wort in der Aussprache hat jetzt zunächst die Frau Kollegin Barth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute hat uns die Regierung, die in dieser Konstellation im Übrigen, das wollen wir nicht vergessen, seit 5 Jahren regiert und nicht erst seit Februar, ihre Vorstellungen zur Wohnungspolitik kundgetan. Die letzte Regierungserklärung zum Thema Wohnen trug uns im April 2016 Ihre Vorgängerin, Herr Al-Wazir, auch Parteikollegin, Staatsministerin Priska Hinz vor. Vor über 3 Jahren, und es war auch die einzige zum Wohnungsbau der letzten 5 Jahre. Bei 10 Regierungserklärungen pro Jahr, 50 Regierungserklärungen der letzten Wahlperiode, eine einzige zum Thema Wohnen. So wichtig war und ist Ihnen das Thema Wohnungsbau. Wir müssen jetzt aber nicht nur reden, sondern wir müssen vor allem mehr dafür tun. In den letzten 5 Jahren haben Sie die Kurve nicht bekommen. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt erst einen Blick in die Vergangenheit werfen. Denn es ist Ihre Vergangenheit aus Ihrer Regierungszeit. Und nur weil die Ministerin ausgetauscht würde, über die Gründe spekulieren wir jetzt nicht, ist es keine neue Mannschaft. 37.000 Wohnungen fehlen jährlich in Hessen in den nächsten 5 Jahren, bis 2040 eine 500.000. Frankfurt gehört zu den teuersten Städten Deutschlands. Seit 2004 sind die Angebotsmieten um über 40% gestiegen. Die Preise für Eigentumswohnungen haben sich seit 2010 verdoppelt. Sie haben vorhin gesagt, Herr Minister, dass 2018 rund 25.000 Wohnungen gebaut oder genehmigt wurden. Das sei doppelt so viel wie 2010. Erstens ist das ein bundesweiter Trend. Zweitens ist genehmigt, noch lange nicht gebaut. Und drittens wage ich einmal die Vermutung, dass ein Großteil dessen eher im hochpreisigen Segment war. Reden wir aber über Sozialwohnungen. Im Jahr 2018 wurden in ganz Deutschland rund 27.000 sozial geförderte Wohnungen neu gebaut, ein Anstieg von 3%. Der Blick auf die hessischen Zahlen zeigt jedoch ein anderes Bild. Im direkten Ländervergleich, meine Damen und Herren, zählt Hessen bei den Neubauförderungen durch den Bund von Mietwohnungen prozentual zu den Verlierern. Bei den Sozialwohnungen in Hessen ist die Zahl der gebauten Wohnungen 2018 gesunken. 24% weniger geförderter Mietwohnungsbau gab es in Hessen im Vorjahresgleich. Nur in 4 anderen Bundesländern sanken die Zahlen prozentual noch stärker. Diese Zahlen sind Ihre Zahlen, die Zahlen von Schwarz-Grün in Hessen, Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg.
kurbelten dagegen den Bau geförderter Wohnungen deutlich an. Baden-Württemberg um 83%, im letzten Jahr Niedersachsen um 63%. Sie haben schon oft gesagt, am Geld wird es nicht scheitern. Kein einziger Förderantrag wird abgelehnt. Das stimmt. Aber dann liegt es offensichtlich an Ihrer Förderpolitik, wenn es andere besser hinbekommen. Die Mietpreisbremse. Kommen wir zur Mietpreisbremse. Unglaubliches Eigenlob zu der kürzlich veröffentlichten Verordnung. Zitat Al-Wazir: Wir finden uns mit steigenden Mieten nicht ab, so am 6. Juni in Ihrer Presseerklärung und auch heute wieder. Was Sie nicht sagen, Herr Minister, dass Sie erst im letzten Moment noch die Kurve bekommen haben. Erst haben Sie nämlich in guter Tradition Ihrer Vorgängerin, deren Verordnung ja wegen fehlerhafter Begründung für unwirksam erklärt wurde, im März einen ziemlich vermurksten Entwurf vorgelegt. Unsere Kritik, dass gerade in Frankfurt, Wiesbaden oder auch Bad Homburg einzelne Stadtteile, und zwar mehr als bisher, ausgenommen werden sollten, konnten Sie im März noch nicht nachvollziehen, auch wenn es jetzt geändert wurde. Immerhin haben Sie aber jetzt die Kurve noch bekommen und die Mietenbremse in den genannten Städten, wie von der SPD und auch den Städten selbst gefordert, auf die ganzen Stadtgebiete ausgeweitet. Und Sie haben auch Städte wie Oberursel mitten im Ballungsraum, die Sie im Entwurf noch aus dem Geltungsbereich der Mietenbremse rausschmeißen wollten, ohne Sie darüber zuvor zu informieren, wohlgemerkt, wieder aufgenommen. Aber dass jetzt in 31 anstelle bisher 16 Städten die Mietpreisbremse gilt, das ist doch kein Ruhmesblatt, heißt doch nur, dass es in noch mehr Orten teurer geworden ist. Die Mietpreisbremse wirkt zudem nur bei Wiedervermietungen von Wohnungen, also bei einem Mieterwechsel. Was aber ist mit den Bestandsmieten? Dort, wo die Menschen seit Jahren wohnen und auch wohnen bleiben möchten, in ihrem Kiez. Hier gilt es im Bereich mit angestammtem Wohnungsmarkt die sogenannte Kappungsgrenzenverordnung. Sie haben es vorhin erwähnt. Landläufig ist es auch die Mietpreisbremse 2, so wird sie genannt, die festlegt, dass in 3 Jahren um maximal 15% erhöht werden darf. 15% in 3 Jahren in angespannten Märkten, wo die Mieten naturgemäß sowieso schon hoch sind, Herr Minister, finde ich sportlich. Bei einer kleinen Miete, nehmen wir 550 €, sind 15% 82,50 € mal 12, macht knapp 1.000 € mehr. Nur mal so im Jahr. Nur mal so, um ein Beispiel zu nennen, über das wir hier reden. Hier von Mietenbegrenzung zu sprechen, wie Sie es tun, ist doch ein Euphemismus. Die SPD und DIE LINKE fordern daher in Hessen vorübergehend einen Mietendeckel. Wir wollen den Mietern in angespannten Lagen eine Atempause verschaffen, so lange, bis sich der Markt durch Neubau etwas entspannt. In den nächsten 5 Jahren nur Erhöhung um den Inflationsausgleich ist unsere Forderung. Wohlgemerkt nur dort, wo die Mieten sowieso am Limit sind. Sie wiederum sind auf diesem Ohr taub und haben einen Antrag, auch nur eine Anhörung zu einem Mietendeckel durchzuführen, im letzten Wirtschaftsausschuss schlichtweg abgelehnt. Tatsache ist, Bestandsmieter werden von Schwarz-Grün im Regen stehen gelassen. Was tun Sie gegen steigende Mieten im Bestand? Dieser Antwort bleiben Sie schuldig. Wobei ich an dieser Stelle sagen will, mit einem Mietendeckel würden wir in der Regel nicht die kleinen privaten Vermieter treffen. Ganz deutlich betone ich, die sind auch für uns kein Feindbild, da sie in der Regel auch nicht die Preistreiber sind. Sie sagen, wir müssen ein Interesse haben, dass das Leben in der Stadt nicht zum exklusiven Privileg wird. Das sehen wir auch so. Aber unsere Städte verändern doch gerade schon ihr Gesicht. Gentrifizierung und soziale Segregation sind die Stichworte. Und hier gehört ein Gesetz zum Verbot von Wohnraumzweckentfremdung zum wichtigsten Instrumentarium. Applaus
400.000 Wohnungen. 400.000 Wohnungen gibt es allein in Frankfurt. Wenn wir mit Ihren Zahlen agieren, Sie behaupten ja, wir hätten einen Leerstand von 1,4%. Wir sagen zwar, es ist mehr, aber egal, wir nehmen jetzt Ihre Zahlen, dann sind auch das 5.400 Wohnungen. Und wenn nur 10% davon keine regulären, sondern spekulativen Leerstände sind, dann sind das 500 Wohnungen, die wir pro Jahr dem Mietmarkt wieder zuführen könnten mit einem solchen Gesetz. Und jetzt vergleichen wir einmal. Vor wenigen Wochen haben Sie 7,9 Millionen € Förderdarlehen in Kassel für 66 Studentenwohnungen überreicht. Das sind 120.000 € pro Wohnung. Wenn wir diese 120.000 € pro Wohnung jetzt nehmen, bräuchten Sie 600 Millionen €, einen nicht erklecklichen Anteil Ihres 2,3 Milliarden € Förderprogramms, um 500 Wohnungen zu fördern, die Sie in Frankfurt einfach als spekulative Leerstände mit einem Achselzucken hinnehmen. Und das ist nur Frankfurt, meine Damen und Herren. Mir will das einfach nicht in den Kopf, dass Sie Leerstände hinnehmen, Leerstände auch neu entstehen lassen, wo in der Nachbarschaft die Menschen händeringend Wohnungen suchen. Und eigentlich wissen Sie das auch, zumindest Ihre grünen Parteifreunde in Frankfurt. Der Streit ist ja da. Bitte gehen Sie endlich gegen Zweckentfremdung vor. Sie wollen also bauen, bauen, bauen. Dann frage ich mich doch, weshalb Sie, und da waren Sie ja auch, Herr Al-Wazir, schon letztes Jahr und vorletztes Jahr zuständig, die Chancen bei der hessischen Bauordnung nicht genutzt haben. Das Ding ist nach wie vor kompliziert und macht Bauen weder einfacher, noch günstiger, noch schneller. Ein Thema haben wir heute ja gleich wieder mit auf der Tagesordnung, den Gesetzentwurf der FDP, Erleichterung für serielles Bauen durch Typenbaugenehmigung, hatte übrigens Herr Lenders wortgleich die SPD letztes Jahr schon gefordert, in unserem Änderungsantrag zur HBO wirklich wortgleich, dass Sie hier keine Erleichterung schaffen wollen. Sie hätten es einmal erwähnen können, wäre nett gewesen. Aber wir sind mit Ihnen einer Meinung, dass das geändert werden muss. Doch, ich kann es Ihnen nachher zeigen, weil gerade serielles Bauen wichtig ist, wenn wir schneller und günstiger bauen wollen. Immerhin sieht es die FDP ja jetzt anders. Vielleicht war es ja doch ein Fehler, dass Sie letztes Jahr einen Änderungsantrag gemeinsam mit der Regierungskoalition gemacht haben und nicht mit uns. Auch, Herr Minister, waren Sie nicht bereit, das Thema Fristen bei Genehmigungsverfahren, ein häufiges Ärgernis, zu verbessern. Sie haben es grundsätzlich versäumt, bei der hessischen Bauordnung Akzente zu setzen, um Bauen einfacher und schneller zu machen. Das sind die wahren Hemmnisse beim Bauen, nicht Mietpreisbremse oder Fehlbelegungsabgabe. Die haben in den letzten Jahren keinen einzigen Investor vom Bauen abgehalten. Und nebenbei verschlechtern Sie mit der HBO noch die Barrierefreiheit. Eine Petition mit schon sehr vielen Unterschriften zu § 54 HBO soll nächsten Monat dem Landtag überreicht werden. In diesem Sinne begrüßen und unterstützen wir auch den Antrag der FDP zur Einsetzung einer Baukostensenkungskommission. Hier ist auf verschiedenen Ebenen inzwischen einiges an Spielraum, um kostensenkend zu arbeiten. Wenn Sie die Fachwelt auffordern, hier Vorschläge zu machen, haben Sie die Tagesordnung der ersten fünf Sitzungen schon voll. Und es ist aber auch so, dass Sie, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, nicht nur zu wenig für die Wohnsituation der Menschen in Hessen machen. An manchen Punkten wird Wohnen durch Sie auch noch teurer. Senken Sie endlich die Grunderwerbsteuer in Hessen, die im Deutschland-Ranking einen Spitzenplatz belegt. Schaffen Sie endlich, wir hatten einen Vorschlag im Wahlprogramm, ich glaube, da stand 3,5%. Aber Sie können sich gerne nachher melden. Sie können sich gerne nachher melden, jetzt rede ich.
Schaffen Sie endlich die Straßenausbaubeiträge ab. Auch das wird von den Mieterverbänden wie von der Wohnungswirtschaft unisono kritisiert. Straßenausbaubeiträge sind unsozial, machen Wohnen in Hessen teurer, gerade im benachteiligten ländlichen Raum. Und zu guter Letzt, Herr Al-Wazir, Sie überschreiben Ihre Regierungserklärung mit bezahlbares Wohnen im Ballungsraum. Schon das ist ein Fehler, weil Sie Wohnungspolitik in Hessen scheinbar nur für den Ballungsraum denken. Einiges an Problemen im Ballungsraum hätten wir nämlich nicht, wenn Sie den ländlichen Raum nicht jahrelang ignoriert und sträflich vernachlässigt hätten. Bei der Infrastruktur, den Verkehrswegen, der Netzinfrastruktur und weiterem. Dann wären die Probleme beim Wohnungsbau, hervorgerufen auch durch den Zuzug in die Städte, nicht derart gravierend wie jetzt. Was Ihnen fehlt, sind Visionen und der Wunsch zum großen Wurf. Dann nutzen auch keine neuen Schlagworte wie der große, neue große Frankfurter Bogen. Ich musste erst noch üben, weil ich kenne das Wort erst seit gestern. Nach Frankfurter Küche, Frankfurter Kranz und Frankfurter grüne Soße nun also der Frankfurter Bogen. Alles, was in 30 Zugminuten den Frankfurter Hauptbahnhof erreicht. Sogar ein Logo haben Sie schon dafür, und ich hörte, die Homepage ist auch schon reserviert. Aber auch als Frankfurter Mädchen, aber eher als Kind der Region, kann ich Sie nur warnen, einen solchen Begriff zu sehr zu bemühen. Es hört sich auch an, als ob wir bisher keine Regionalplanung gehabt hätten. Ja, die macht das ja eigentlich auch schon. Es ist aber auch heute schon so, dass sich die Umlandkommunen gegen die Dominanz oder gegen eine vermeintliche Vereinnahmung Frankfurts wehren. Glauben Sie allen Ernstes, der Vordertaunus, die Wetterau oder Hanau wollen jetzt Teil des Frankfurter Bogens werden? Im Gegensatz, sie schüren vorhandene Animositäten. Und der Krankenschwester, dem Polizisten aus der Kleinstadt in der Wetterau, die dort wohnen, weil Frankfurt zu teuer ist, die morgens um 6 ihre Schichten in Frankfurt beginnen, nutzt es nichts im Geringsten, wenn sie zum Frankfurter Bogen gehören, wenn die erste Bahn nach Frankfurt ab Friedberg zwar um 5 Uhr abfährt, die Busse zum Bahnhof aber nicht. Und auch in Kassel, weit weg vom Frankfurter Bogen, haben sich übrigens die Hauspreise binnen 10 Jahren verdoppelt, und die Mieten sind um 70% gestiegen. Sie verweisen auf die Kommunen, die handeln müssen. Herr Ministerpräsident Volker Bouffier hat gestern bei Anne Will noch eins draufgesetzt und wortwörtlich gesagt, die Gemeinden, die sträuben sich, die wollen lieber Streuobstwiesen. Ich hätte dem Ministerpräsidenten gerne zugerufen, pfeifen Sie lieber Herrn Banzer zurück, wenn er mal wieder Sternmärsche gegen Wohngebiete organisiert. Und auch Sie, Herr Minister Al-Wazir, frage ich, wo ist denn Ihre Unterstützung für den Frankfurter Stadtbaurat Mike Josef, der wirklich wie kein anderer für den Wohnungsbau kämpft? Auch von Ihnen kam ja heute ein Seitenhieb. Werden Sie lieber Partner der Kommunen beim Wohnungsbau, als Ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Wir sind nicht der Meinung, dass die vorherige Landesregierung, Ihre Landesregierung, wie Sie behaupten, ab 2014 umgehend gehandelt habe. Sie werden doch beim Wohnungsbau von Ihrem Koalitionspartner immer wieder an der kurzen Leine gehalten, was wir bei den spekulativen Leerständen sehr gut beobachten konnten. An die CDU. Sie regieren doch seit 20 Jahren. Sie haben doch nun hier wirklich sämtliche Fehlentwicklungen mit zu verantworten. Und jetzt zitiere ich noch einmal. Ich brauche meine Redezeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich zitiere noch einmal unseren Ministerpräsidenten gestern bei Anne Will. Entschuldigung. Er hat noch keine eigene Talkshow. Nein. Herr Ministerpräsident,
Der Herr Ministerpräsident hat gesagt, das Beste ist Eigentum. Und ich sage, das ist eine ziemlich verengte Sicht und Hohn in den Ohren derjenigen, die sich Eigentum nie leisten werden können und auf Miete angewiesen sind. Meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, Ihre Förderprogramme sind zu sperrig und zu starr. Sie haben viel zu lange noch Darlehen angeboten, als der Markt Ihnen schon längst sagte, dass man nur mit nennenswerten Förderungen weiterkommt. Die Mietpreisbremse hätten Sie jetzt fast wieder verstolpert. Einen Mietendeckel verweigern Sie sich, und beim Zweckentfremdungsverbot haben Sie sich bei den GRÜNEN vom Koalitionspartner einnorden lassen. Bei der HBO haben Sie den großen Wurf verpasst, und von den Landesgrundstücken, die Sie den Kommunen günstig für Wohnungsbau anbieten möchten, kennen wir bisher nur Ankündigungen. Wir brauchen keinen Frankfurter Bogen oder andere neue Schlagworte. In der letzten Legislatur war es die Allianz für Wohnen, von der hat man auch nichts gemerkt. Wir brauchen Wohnungsbau, der zu der Lebenssituation und zu den Gehältern der Menschen in ganz Hessen passt. Wir müssen den Menschen die Angst nehmen, dass sie sich die Wohnung in ihrem liebgewonnenen Umfeld bald nicht mehr leisten können, und denen in den Dörfern, dass sie dort nicht abgehängt werden. Ihre Behauptung, Sie nutzen alle Mittel, um Preisexzesse zu unterbinden, ist leider falsch. Das beweist sich an der Realität. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich weiß es, ja. Wir sind gerne dabei, mit Ihnen alles zu tun, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Aber dann müssen auch Sie endlich mehr dafür tun. Ein neues Schlagwort wie Ihr Frankfurter Bogen schafft leider keine neuen Wohnungen. Vielen Dank.